Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft 1.12. Ich muss mich ja immer sehr konzentrieren, damit ich nicht Ticket Legends sage. Letzte Folge waren wir so weit, dass wir die Hölle umgebaut haben. Oder wir haben sie nicht umgebaut, wir haben, na doch eigentlich schon, wir haben weitreichend einen dicken, fetten Gang da reingeklöppelt, um auch neue Welten, neue Farmwelten zu erschließen und da vielleicht dann auch irgendwie ganz schreckliche Bauten, hässliche graue Bunker zum Beispiel hinzubauen. Na, man weiß es nicht. Vielleicht aber auch finden wir dort ja mal ein Ender-Portal oder ähnliches. Aber zunächst möchte ich euch gerne das Labor des Professor Dr. Timms zeigen, was ich ja schon in der letzten Folge angefangen habe zu bauen, jedoch es noch nicht fertig gebaut habe zu bauen. Hier übrigens soll irgendwann mal das Sekretariat meiner Sekretärin hinkommen, der Frau Spielername. Dafür muss ich allerdings noch ein NPC anfangen. Ja, das hier ist, ja, das wird hier so das Labor sein, denke ich mal. Also das ist es eigentlich schon, mehr soll es auch gar nicht werden. Hier so ein Crafting Table, da kommt dann irgendwann nochmal ein Braustand hin oder wie man das nennt. Dafür müssen wir aber, glaube ich, etwas farmen noch in der Hölle. Mal gucken, ob wir es vielleicht sogar heute noch machen. Und hier, wo die Bücher da so schön platziert sind, soll irgendwann mal der Zaubertisch kommen, damit wir uns auch entsprechend ausstatten können. Hier soll dann noch ein bisschen Lager kommen. Hier ist auch nochmal ein Wandschrank. Da sind schon die ersten Sachen. Lohnrute. Eine reicht leider nicht aus, um den Braustand zu bauen, glaube ich zumindest. Echt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich guck mal eben nach. Braustand bauen. Ich hoffe, jetzt kommt nicht ein echter Braustand. Nee, kommt netterweise der Minecraft-Braustand. Benutzung uninteressant. Wow. Was ist das denn? Ja, ist immer ganz schön, wenn man auch erfährt, wie man es baut. Gewinnung, Verwendung, Benutzung. Geräusche, Fortschritte, Gewinnung, Gewinnung. Was heißt denn Gewinnung? Ah, so. Doch, tatsächlich. Man braucht nur einen. Sehr schön, dann bauen wir den jetzt. Da kam mal wieder geballtes Unwissen. Zusammen leider sind wir auch das ein oder andere Mal letztes Mal gestorben. Deswegen haben wir zum Beispiel unsere wunderschöne Rüstung verloren, leider. Und da steht schon das erste nette Teil. Jetzt brauchen wir halt nur noch die ganzen anderen Sachen. Ich glaube, einen komischen Trank können wir sogar schon machen. Oder ein gewöhnlicher Trank mit den Netherwarzen. Da haben wir ja tatsächlich schon ein paar. Aber der bringt natürlich in dem Sinne rein gar nichts. In dem Kessel ist auch schon Wasser drin. Zudem haben wir hier unten in der, ich sag mal, Küche. Hauptsache unser Schlafzimmer ist jetzt so ein Durchgangszimmer. Aber mein Gott, ist halt Altbau. Haben wir hier jetzt auch eine unendliche Wasserquelle. Das heißt, man muss nicht mehr so weit laufen. Und hier entsteht halt das Lager. Was da so drin ist, ja, eigentlich nicht mehr als vorher. Eigentlich müssten wir auch mal wie heißt das Teil, Pferd einfangen. Dafür müssen wir aber noch ein Schleimmonster finden, damit wir Schleim produzieren können. Das habe ich auch, glaube ich, schon letzte Folge gesagt, aber woher kriegen wir einen Schleim her? Ich meine, Fäden haben wir tatsächlich schon, denn diese Spinnen sind ja hier überall. Letztes Mal sind wir hier auch so ein bisschen durch die Gegend gereist, weil ich hier irgendwie. Ah, Creeper. Das ist Privatgelände, junger Mann. Noch nicht mal ein verdammtes Schwarzpulver gedroppt. Ich muss dich jetzt gleich zum Nein, brauchst du ja generell auch Fleisch. Ja, das kommt noch dazu. Ja, wir brauchen auch sonst irgendwann auch nochmal diese Gastdinger. Ich meine, wir haben ja schon mal einen Gast gehört, als wir gebaut haben. Wobei die zu töten ist wirklich heiliger. Ich sehe ja nicht so große Probleme, ich habe mir gute Erzählfähigkeit Ja, an. vor Ich allem schaffe muss man die Gasträne fangen, das ist auch sehr schwer. das Schwierige daran. Aber es ist, nee, ich wollte gerade sagen, es gibt nur schlecht, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur gute Kleidung. Der Spruch geht anders. Ja. Stimmt, Kürbisse haben wir auch, können wir jetzt leckere Kürbissuppe
Backen würde ich aber wahrscheinlich backt man sogar. Ich sag mal, das ist Minecraft-Logik, da backt man eigentlich so ziemlich alles. Ich würde sagen, wir lassen mal so ein paar Sachen hier, die wir nicht brauchen. Aber ich hatte gerade noch was gesehen, was wir brauchen können. Zum Beispiel dieses Cobblestone. Und dann werde ich jetzt einfach mal durch den Gang der Hölle gehen und mal da unten mich so mal ein bisschen umschauen. Uiuiui. Also ganz ehrlich, die Strahlung des Portals ist nicht normal. Ich hätte vielleicht auch noch mal was essen sollen. Aber das machen wir dann jetzt. So, der Gang befindet sich übrigens hier, wie man unschwer erkennen kann. Langfristig soll da vielleicht ein Zug eingebaut werden. Das werden wir aber dann zu gegebener Stunde beschließen, denke ich mal. Jetzt muss ich nur noch den Zugang zu diesem scheiß Schlossgedönse finden. Na, hier wird nicht. Also da oben ist das brennende Ding, da sind wir nicht durch, weil ich dann gesagt habe, ach guck mal, hier kann man auch durchgehen. Da hast du hier irgendwas abgebaut? Ich weiß zwar nicht mehr was, aber du hast was da ab. Und da war nämlich dann der Eingang, genau. Mensch, mein Gedächtnis ist doch nicht so schlecht, wie ich immer dachte. Boah, mein Gott, nee. Hier stehen die Menschen noch immer im Weg. Pilze haben wir, glaube ich, auch ein paar gesammelt. Das hatte ja Gründe. Hier ist Lava, so wie eigentlich in der ganzen Hölle. Müssen wir nur gleich merken, wo ich herkam. Ah ja, hier waren wir schon mal. Da ist auch der Spawner. Ich habe keine. Ich hätte jetzt kurz überlegt, ob es nicht mehr schlau wäre, vielleicht sogar mal den Spawner irgendwie da nur für einen zu aktivieren und dann wieder zu deaktivieren. Oh ne, das ist mir wieder zu viel. Oh, Heiliger. Die haben aber echt Spaß. Es wäre ja an sich gar keine dumme Idee. Ich glaube, ich renne nochmal zurück und hole Fackeln. Das ist eigentlich eine sehr gute Idee. Wenn man, also ich erkläre euch mal die Idee. Ich habe gemacht. Ich habe selber gerade im Aufwärts. Echt? Oh, scheiße. Erstmal muss ich den Ausgang wieder finden. Na, den Kollegen kennen wir ja schon. Da sind wir irgendwo ums Eck gegangen, glaube ich. Ne, guck mal, hier sind die Pilze. Hier waren wir schon. Man müsste hier irgendwo hier. Ja, ist ja gut. Ist dann, glaube ich, ein Aufgang. Na, da auf keinen Fall. Aber wir sind hier nicht verkehrt. Hier geht es wieder runter, also es ist falsch. Oder? Ne, da waren die Pilze, da kam ich schon her, das ist schon richtig. Bin ich vielleicht doch hier runter? Ah, hier ist eine Kiste. Oh, jede Menge Eisen und Gold. Wisst ihr was? Die Kiste nehmen wir auch mal mit. Das sind verschenkte Ressourcen. Hier waren wir sicherlich auch mal. Aber das ist ja wenigstens das Nette, diese Schweinmonster greifen einen ja nur, obwohl eigentlich ohne wirklich ohne die Mod-Sachen sind die Schweine hier relativ nutzlos. Ich sage nur, solange man die nicht provoziert, greifen die einen ja nicht an. Verdammt, da hat gemisst. Tatsächlich, so, jetzt verzette ich mich hier wahrscheinlich noch mehr, aber ist mir egal. Aber tatsächlich sind wir hier richtig. So, hier ist das Portal. Wollen wir mal wieder mit Expressversand zurück? Und da sind wir ja auch schon wieder. Also hier ist eine einzelne verlorene Fackel, aber sonst wird tatsächlich auch nichts. Das würde ich auch nochmal bearbeiten. Also heute wird jetzt, die Folge hat jetzt so keinen wirklichen großen Nährwert. Das ist vielleicht ein bisschen zugucken beim Spielen. Ich wollte nämlich auch noch die Kürbisse anpflanzen, aber es ist dunkel und das heißt, hier draußen sind Monster, ne? Ja, wahrscheinlich sogar. Können wir uns kurz ins Bett schmeißen? Du sitzt gerade da so schön. Heute hatte ich übrigens auch das erste Mal folgende Meldung. Sie können nicht schlafen, Sie sind zu weit vom Bett entfernt.
Ich wusste auch nicht, dass es die gibt. Ich wurde heute eines Besseren belehrt. Hier ist ja auch noch Kohle. Könnten wir ja rein theoretisch in der Theorie und Praxis daraus Stickies machen. Ach, das ist jetzt auch nicht wirklich viel, aber ist ja nicht schlimm. Hätten wir auf jeden Fall 33 von den netten Teilen. Was von den. Ne, natürlich. Bitteschön. Ich gehe nur eben draußen die Kürbisse backen. Reingenommen. Ach so. Ups, wollte ich nicht. Hopp. Hast du? Sehr schön. So, dazu suchen wir uns natürlich jetzt erstmal eine Stelle, die jetzt nicht ganz so beschissen ist. Und zwar eine Stelle, wo wir was abernten können. Wir können Raupokrü. An sich haben wir ja sehr viel Weizen, weil wofür ich eigentlich selber keine Verwendung sehe. Da wir ja Kartoffeln haben, aber demnach wäre tatsächlich fast alles, was wir hier anpflanzen, außer den Kartoffeln, sehr sinnlos. Wobei, können wir die auch nochmal wegmachen. Dann kriegen wir auch hier noch einen Kürbis. Können wir daraus leckere Kürbissuppe machen. Das Rezept findet ihr wie immer auf Minecraft Wikipedia. Keine Ahnung, Ja, ich wollte gerade Minecraft Zweitsender von Kochstudio oder so, was weiß ich. Minecraft Kochstudio. Grill den Professor Dr. Tim, können wir ja auch mal machen. Was viele gar nicht wissen, kommt demnächst in den Handel Minecraft Fix. Ja. Nein. Das keine Ahnung, ey. Mein Key Fix. Ja, oder Ja, so. wobei ich bin ja mehr so von More. Oh. More, weißt du, More gibt's ja auch. Die sind mehr so grünlich. Und auf unserem und auf dem Minecraft-eigenen Sender Mox machen wir dann demnächst das perfekte Essen. So, jetzt habe ich tatsächlich Weizen, wofür auch immer, aber wir haben wieder eine schöne Kiste, die wir dann in unserem Lager hinzufügen können, weil irgendwie hat, glaube ich, bis jetzt immer noch keiner von uns beiden mal irgendwie in Betracht gezogen, mal so ein bisschen Holz zu farmen oder sowas, aber ganz ehrlich, Holz farmen, das macht man so nebenbei. So, dann nehmen wir jetzt mal wieder den Expressversand in die Hölle und überlegen mal, wie wir vielleicht sogar uns merken können, wo wir hergehen. Im Notfall kann man das zwar immer in der Hölle, in der Aufnahme zurückverfolgen, jedoch ist das an sich keine gute Idee, wie ich finde. Mein Gott, wir haben hier irgendwo direkt in der Nähe einen Gast, ne? Aber wirklich ultimativ in der Nähe. Finde ich jetzt nicht ganz so töfte, wenn ich ehrlich bin. So, hier gehen wir dann. Ups. Du Freund oder Feind? Ich glaube, da musste man, genau, hier musste man dann runter. Eigentlich musste man nur geradeaus gehen. Ich verteile jetzt aber hier, mal wie bei Hänsel und Gretel, Brotkrümel. In dem Fall nennen sich die Brotkrümel Cobblestone. Nochmal gut fressen hier. Und genau, dann hier runter. Hopp. Hoppala, das war jetzt nicht ganz so schlau. In Anbetracht dessen, dass wir unter Umständen gleich kämpfen müssen. Dann ging es hier, glaube ich, runter. Und dort hinten sind wir dann auch schon richtig. Problem an der Sache. Jetzt haben sich da noch andere Gesellen hinzugesellt. So. Oh. Ja, und ich glaube, ein Gast nämlich auch noch. Das macht es nämlich auch noch beschissen. Oh Gott, ich glaube, der ist echt nicht gut gelaunt. So, der Spawner ist auf jeden Fall jetzt so gut wie. Ach du meine Güte, ist jetzt hier viel Besuch. Kann das sein, dass du gegen den. Weil ich höre nämlich diesen Gast rumschießen. Wow! Ich habe das Viech gefunden. Wow. Ist ja richtig geil. Blöderweise ist er genau da, wo wir sowieso schon Stress mit Monstern haben. Wo ist er denn? Wow, wie kann das denn passieren? Ich dachte, der Po. Ich habe den Spawner doch ausgestellt. Freunde?
Ja, nicht den Spawner hier, den, nicht vom Gast, aber von den blöden Lohndingern teilen da. Ich hab da jetzt überall eigentlich Fackeln hingepackt, aber das funktioniert nicht. Meine funktioniert generell gar nicht. Toll. Schade, weil dann hätte man vielleicht die Fackeln wegnehmen können, weißt du, dann einen spawnen lassen, dann wieder dran machen und den dann, weil der ja alleine ist, bekämpfen. So dachte ich das. Naja, jetzt können wir da Tutorial drunter schreiben. So tötet man Ja. keinen, so tötet man die Lohnen übrigens nicht. Muss auch gelernt werden. Mit diesen Worten und mit meinem Weg nach Hause, I'm coming home so ungefähr, verabschiede ich mich dann recht herzlich. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es uns gerne mit einem Daumen. Wenn ihr von dem Ganzen hier gar nichts mehr verpassen wollt, ist es immer sehr ratsam, uns zu abonnieren. Das Ganze ist übrigens kostenlos, also wir kriegen da eh kein Geld. Mal bei unseren Umsatzzahlen hier ist das sowieso, also Hilfe, wo bin ich denn jetzt? Es war ein ordentlicher Lag des Servers. Und damit sage ich Tschüss und einen guten Start ins. Oh nee, nicht ins Wochenende. Tschüss.